Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit der Common Language Runtime beschäftigen. Und dazu schauen wir uns erstmal an, was die Common Language Runtime denn eigentlich ist. Wie ich schon in einem vorherigen Video angedeutet habe, wird C-Sharp-Code eben nicht direkt in ausführbaren Maschinencode übersetzt, der dann einfach vom Betriebssystem, wenn das entsprechende Programm gestartet wird, angesteuert wird und durchgeführt wird, sondern C-Sharp-Code wird in eine sogenannte Zwischensprache übersetzt, und das ist eben die Microsoft Intermediate Language oder MSIL abgekürzt. Und dieser IL-Code, dieser Code in einer Zwischensprache, die selber nicht ausführbar ist, das müssen wir natürlich wiederum irgendwie zu Maschinenbefehlen kriegen, weil das ist das Einzige, was eben ein gängiger Computer heutzutage versteht. Und genau das ist eben ein Teil der Aufgabe der Common Language Runtime. Wenn wir eine Binärdatei, eine binäre Executable ausführen, und Windows in diesem Fall merkt eben, dass wir ein MSIL Executable haben, dann wird eben für jeden Prozess eine eigene Instanz der CLR, der Common Language Runtime, eben angestoßen, und diese CLR hat neben der Aufgabe, diesen IL-Code in Maschinencode für die jeweilige Plattform zu übersetzen, was wir als Just-in-Time-Compilation bezeichnen, auch die Aufgabe, eben, dass sie automatisches Speichermanagement bereitstellt. Das ist eigentlich mit der größte noch hinzukommende Faktor der CLR. Dann haben wir eine Typsicherheit zur Laufzeit. Das heißt, wenn wir versuchen, bestimmte Objekte dynamisch zur Laufzeit zu casten, nicht mit Casts, wie wir sie bisher kennengelernt haben, die der Compiler überprüfen kann, dann, also beispielsweise ein Cast über Reflection wäre jetzt so eine Möglichkeit. Auch hier haben wir sozusagen zur Laufzeit Typsicherheit, dass wir hier nicht Objekte als Typen interpretieren, die sie nicht sind oder von denen sie nicht erben. Und wir haben uns, oder die CLR stellt uns auch ein erweitertes Exception Handling im Vergleich zu C++ beispielsweise bereit. Wir haben uns ausgiebig mit Exceptions schon in einem vorherigen Video beschäftigt. Das heißt, wir wissen schon, wie das genau zur Laufzeit sozusagen durchgeführt wird. Wenn eine Exception fliegt, wird der entsprechende Catch-Block gesucht, und dann gibt es noch Try und Finally und so weiter. Deswegen werde ich jetzt hier für die CLR darauf nicht mehr eingehen. Interessant wird es eben dann, wenn wir zum Thema C++ kommen, wie sieht denn da Exception werfen und Exception Handling aus. Was wir uns jetzt aber anschauen wollen noch in diesem Video vertiefend, ist die sogenannte Just-in-Time-Compilation. Wie schon gesagt, wir haben im Prinzip C-Sharp Source Code Dateien, und wenn wir diese eben kompilieren, das heißt, wenn wir Rechtsklick Build Solution machen oder F6 drücken, je nachdem, dann wird eben sogenannter Microsoft Intermediate Language Code erzeugt und nicht direkt Maschinencode, wie das beispielsweise in C der Fall ist oder in C++. Wenn wir auf nativer Ebene arbeiten. Und diesen Intermediate Code oder diese Intermediate Language kann man sich übrigens auch anschauen. Wir werden jetzt hier einfach mal dieses Beispiel, was ja auch im Skript ist, eben nachbauen. Also ist nichts Besonderes, wie man hier sehen, aber wir möchten uns dazu dann mal den Intermediate Language Code anschauen. Heißt, hier das rausgenommen habe, schreibe ich hier Person, that's a white, so. Und dann möchte ich das auf der Konsole ausgeben, und als nächstes mache ich mir eben einen Punkt, hier kann ich war verwenden natürlich.
und setze dann beispielsweise x auf 4,2. Und auch das müsste ich dann einfach auf der Konsole ausgeben. Diesen Punkt. Also, was haben wir hier? Wir haben hier eben console_write_line. Da übergeben wir hier eben die Person. Also in dem Fall nutzen wir sozusagen die Object-Überladung, nehme ich mal schwer an, weil es gibt keine generisch parametrierte Methode in diesem Fall. Und wir würden dann hier für Person eben WriteLine mit dem Parameter Object nehmen. Und vielleicht könnte ich auch einfach hier voller Name direkt angeben, dann würden wir eben in der String-Überladung landen. Und hier würden wir tatsächlich in der Object-Variante landen, weil es eben keine Überladung gibt für den Datentyp Point, den wir selbst geschrieben haben. Und dann werde ich jetzt das hier mal kompilieren. Wir sehen hier unten Build Succeeded. Und ich werde jetzt einfach mal hier direkt diese Solution im Datei Explorer öffnen. Und wir haben hier eben im Debug-Verzeichnis dann unsere HelloWorld.exe, die ich eben jetzt gerade kurz vor 8:30 gebildet habe. Und es gibt ein Tool, das heißt ILDESM. Und dieses finden Sie eben unter C Program Files x86, wenn ich mich recht entsinne. Hier gibt es eben einen Ordner Microsoft SDKs. Und dann gibt es hier wiederum Windows. Hier müssen Sie die entsprechende Plattform auswählen, auf der Sie arbeiten. Ich bin eben auf Windows 8.1. Und wenn man hier ins Bin-Verzeichnis und NetFX, NetFX ist auch ein gängiger interner Name für das .NET Framework, in unserem Fall eben 4.5.1, was wir hier einsetzen. Hier gibt es ein Tool, das nennt sich ILDASM. Das ist die Abkürzung für Intermediate Language Disassembler. Also das heißt, wir können das in binär geschriebene Executable-File in IL wieder zu lesbarem Text für uns machen. Und diese Datei, oder dieses Programm, Entschuldigung, führe ich natürlich jetzt mal aus. Ich kann es ja auch gleich mal an meine Taskbar pinnen. Und dann öffnen wir jetzt innerhalb dieser Datei eben unsere Hello World Excel. Und jetzt haben wir sozusagen den IL-Code, den wir uns anschauen können, anstatt den C-Sharp-Code, den wir aus eben Visual Studio kennen, so wie wir ihn schreiben. Wenn wir hier aufklappen, dann sehen wir, IL ist im, also im Prinzip kann man davon ausgehen, Intermediate Language schaut sehr, sehr ähnlich aus zu Assembler. Einer der großen Unterschiede zu tatsächlichem Assembler ist aber, dass wir A, Funktionsaufrufe sehr gut nachvollziehen können und wir können auch sehen, dass IL objektorientiert ist im Vergleich zu Assembler, der natürlich nicht objektorientiert ist. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Wir haben hier eben sämtliche Typen, die wir hier schon in unserem Projekt auch rechts definiert haben, finden wir auch hier in der Disassembly sozusagen wieder. Und wir haben hier eben zum Beispiel unsere Program-Klasse und sehen hier dann, okay, wir haben hier eben einen Konstruktor für diese Program-Klasse. Das ist der standardmäßig vom Compiler erstellte Konstruktor. Und wir haben hier auch unsere Main-Methode. Und wenn ich das hier auföffne, dann finden wir uns eben hier jetzt in dieser Datei wieder. So sieht eben unsere Disassembly aus. Ich werde noch eins machen, einen Moment, ich werde hier noch kurz Zoom-It ausführen, damit wir jetzt eben hier etwas besser reinzoomen können, was wir hier sehen. So. Also wir sehen hier eben, dass die
der Methodenkopf für Main sieht doch eindeutig ein bisschen anders aus. Wir erkennen einige Sachen wieder. Wir sehen hier zum Beispiel, okay, das ist static. Wir haben hier Void als Rückgabetypen. Der Bezeichner ist Main. Und die Parameterliste, die eben in unserem Fall leer ist. Wir sehen hier dann aber auch Angaben, wie dass das Ganze eben eine Managed-Funktion ist. Private sind wir auch noch. Hide by Sig. Kann man hier eben wahrscheinlich rauslesen, dass diese Methode standardmäßig nicht sichtbar ist. Dann sehen wir hier Entry Point, Code Size, wie viele Elemente auf den Stack gepusht werden. Dazu kommen wir gleich noch. Also das ist nicht so interessant. Aber wir sehen hier, ähnlich wie bei Assembler, hat man eben gewisse Anweisungen, die man eben an bestimmte Adressen setzt. Wir haben hier eben IL0001 ist load string. Da holen wir uns eben water und load string white. Das sind die beiden diese beiden Strings, die wir dem Konstruktor von Person mit übergeben wollen, der dann eben aufgerufen wird. Wir haben hier eben einen New Object Aufruf und das ist, was passiert, wenn eben ein neues Objekt erstellt wird. Das heißt, mit New Object wird der Speicher für die Personenklasse, also anhand der Struktur der Personenklasse, wird eben genauso viel Speicher ausgewählt, dass dieser Speicher ausreichend groß ist und anschließend wird der Konstruktor aufgerufen, der eben dafür zuständig ist, diesen Speicherbereich zu initialisieren mit entsprechenden Werten. In diesem Fall haben wir beispielsweise hier die beiden Strings auf die entsprechenden Felder gesetzt. Ja, dann sehen wir hier, dass wir einmal get voller Name aufrufen. Das ist ein Call Virtual, wie wir hier sehen. Das hat etwas anderes oder ist etwas anderes als ein direkter Call. Ist aber von der Performance her ungefähr gleich. Also da muss man schon im Nanosekundenbereich suchen, das Call im Vergleich zu Call Virtual, wenn es sich hier nicht um eine dynamisch gebundene Methode handelt, dann ist Call Virtual und Call ungefähr von der Performance gleich. Aber wir sehen hier ist zumindest mal einen Unterschied. Warum ist hier eigentlich dieser Unterschied? Das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, weil wir hier eben eine Instanzmethode aufrufen und da wird CallVirtual intern eingesetzt, um eben sicherzustellen, dass der ThisPointer gesetzt ist. Also wie kann man sich das vorstellen? Man ruft eine Instanzmethode auf, diese Instanzmethode ruft wieder eine statische Methode auf, dann haben wir das This nicht mehr vorhanden und diese statische Methode ruft wiederum eine Instanzmethode auf und dieser CallVirtual stellt eben sicher, dass bei solchen Vorgehensweisen, dass das jeweils richtig gesetzt ist und deswegen braucht man eben hier diesen Aufruf statt Call. Aber das ist nur nebenbei, das ist nicht wirklich wichtig. Auf was ich eigentlich noch hinaus will, wir sehen hier eben die entsprechende Überladung, dass wir hier Console WriteLine mit String aufrufen. Dann allokieren wir eben hier auf dem Stack eben Speicher für den Point und wir sehen hier auch 4.2 ist wieder mal im Double-Bereich nicht eindeutig. Das war schlecht gezeichnet. Hier im Double-Bereich, ich kann halt wirklich nicht zeichnen. Probieren wir es nochmal. Jetzt ist besser. Wir haben hier hinten eben noch die 2 stehen. Also hier haben wir wieder die Ungenauigkeit bei Double. Ich habe eigentlich 4.2 angegeben. Wir sehen aber hier hinten, ich glaube an der 15. oder 16. Stelle wird es wahrscheinlich sein, nach dem Komma haben wir hier die Ungenauigkeit von 2 mal 10 hoch minus 15. Ja, und was wir hier eben auch machen, wir haben ja 4.2 erst nach dem New-Aufruf gesetzt, diesem New-Point, was wir hier noch links angedeutet sehen. Wir sehen eben hier, bei Strukturen wird nicht New-Object aufgerufen, sondern Init-Object. Und das ist eben der Unterschied zwischen Strukturen und Objekten oder Klassen, Referenztypen und Wertetypen. Wenn wir hier New Point aufrufen, hat das nichts mit einem Standard
Konstruktor zu tun, sondern wir sind hier eben in dem Fall, dass wir mit diesem Call, der aussieht wie ein Standardkonstruktor, tatsächlich bloß eben initObject aufrufen für Strukturen, also weil Point eine Struktur ist, und dadurch werden sämtliche Felder für dieses Objekt oder nee, Entschuldigung, für diese Struktur auf den Stack mit dem Standardwert initialisiert. Ja, und auch hier, das ist das Letzte, auf was ich noch hindeuten will, wir sehen hier, dass der Punkt geboxt wird. Warum? Weil wir hier eben bei System-Console-WriteLine die Object-Überladung bekommen. Und in diesem Fall würden wir eben diese Struktur Point als Referenztyp einsetzen oder referenzieren, bei diesem Parameter eben so angeben. Und wir wissen ja, Strukturen können nicht null gesetzt werden und können auch nicht auf dem Heap existieren, zumindest nicht als Objekt, das direkt referenziert werden kann. Und deswegen wird eben diese Struktur hier in ein Object geboxt und dann hier mit übergeben. Und das passiert eben implizit. Wir müssen uns im Code selber nicht darum kümmern. Aber es ist eben mal interessant, sich das klar zu machen, dass wenn ich eben Console-WriteLine mit einer selbstdefinierten Struktur aufrufe, wofür eben die Klasse System-Console für die WriteLine-Methode keine Überladung hat, dann wird das Ding geboxt. Und wir haben ja schon angesprochen, Boxing, ja gut, in unserem Fall ist es jetzt nicht schlimm, weil wir genau einen Aufruf machen. Aber wenn wir wiederholt Boxing und Unboxing machen in einem Algorithmus, der eben eine bestimmte Anzahl an Methodenaufrufe pro Sekunde eben schaffen muss, dann kann das zum großen Performance-Problem werden. Also wenn ich mich recht entsinne, hat Microsoft mal so Faktor 20 langsamer angedacht oder veröffentlicht, dass man das eben beim Boxing und Unboxing mit beachten muss. Okay, dann war es das erstmal für dieses Video. Wir haben uns eben angeschaut, okay, diese C-Sharp-Code wird nicht direkt in Maschinencode, wie bei nativen C eben üblich, übersetzt, sondern in MSIL. Wir haben ein kurzes Beispiel gemacht, wo wir dann mal grob drüber geschaut haben, wie ist denn dieser IL-Code aufgebaut. Nicht erschrecken, das wird sicher nicht Teil der Prüfung. Ich wollte Ihnen bloß mal zeigen, wie sieht denn sowas aus. Wir haben gesehen, ungefähr so wie Assembler, aber objektorientiert, und man kann vor allen Dingen die Methodenaufrufe besser identifizieren als bei den Jump-Befehlen im Assembler. Und wie gesagt, dieser IL-Code wird dann eben letztendlich zur Laufzeit, wenn der Prozess tatsächlich läuft, vom sogenannten Just-in-Time-Compiler, kurz JIT, genommen und jeweils auf die entsprechende Plattform hin übersetzt. Das ist auch noch ein Vorteil. Wir können eben Code nehmen, diesen dann eben einmal übersetzen und auf jeder Plattform, die einen JIT-Compiler hat, wird eben dann diese Intermediate Language in die entsprechenden Maschineninstruktionen gesetzt. Also die sehen natürlich dann maschinencodemäßig gesehen anders aus zwischen x86, x64 und ARM-Prozessoren beispielsweise. Das sind ja die drei großen Plattformen, die wir im Business- und im Consumer-Bereich kennen. Es gibt natürlich auch noch andere. Aber sobald eben für eine solche Plattform, also man muss auch das Betriebssystem dazu nehmen dann natürlich, eben ein JIT-Compiler existiert, heißt das für uns, wir als Programmierer müssen das genau einmal in eine Intermediate Language übersetzen, und zur Ausführungszeit des Programms wird eben von der Runtime der JIT genutzt, um
für die entsprechende Plattform Maschinencode zu erzeugen. Das heißt, wir müssen nicht wie bei C oder C++ eben verschiedene Kompilate für verschiedene Plattformen anbieten. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.